Kamera läuft, Ton läuft. Sprechprobe, Sprechprobe, Sprechprobe. Eins, zwei, Hallo, eins, zwei. ja, danke. Hallo, lieber Michael, grüß dich, liebe Grüß dich, Zuschauer, grüßt Thomas. euch. Danke, mein lieber Michael. Wir sind wieder beim Tischgespräch. Hat jetzt ein bisschen gedauert, weil ich nicht konnte, der Michael nicht konnte, aber so langen Abstand wollte man nicht machen. Aber jetzt sind wir im Herbst und im Winter, Michael, am Start, glaube ich, oder? Hast du dich gut erholt, lieber Thomas? Ja, und du auch. Ja, hoffentlich. Ja, Ja, mein ich war ja Urlaub, nicht in ja. Erholung. Du warst aber ein bisschen malat, bist aber auch schon wieder. Ja, wir waren eine Woche auf Sylt und da hat es mir am letzten Tag, so, da hat das Wetter wirklich war extrem heftig und da habe ich mir was eingefangen, denke Hast dich ich. einfach zu leicht angezogen, ja, so war's. Wahrscheinlich, ja. Ich dachte, die Sonne im Herzen reicht. Okay, wir, liebe Zuschauer, wir haben schon im Vorgespräch mitbekommen, der Michael und ich, dass es eigentlich wunderbar ist, wenn man so will, für solche Formate, wie wir es jetzt hier haben, weil es gibt, die Themen gehen ja nicht aus. Ja, du hast es schon gesagt, Michael, es ist eigentlich, wo du hinschaust. Wir schauen jetzt erstmal in die USA. Michael, der 5. November, irgendwie scheint gefühlt die ganze Welt zu warten auf dieses Datum. Das ist der Wahltag, Dienstag, der 5. November, US-Präsidentschaftswahlen. Ja. Kannst du so bestätigen oder hast du auch so das Gefühl? Ich habe auch so den Eindruck, dass alles momentan mit angezogener Handbremse fährt. Also Genau. so fühlt sich das irgendwie an. Ja, also nicht Fisch, nicht Fleisch, so irgendwie. Du brauchst nur nach Thüringen gucken, nach Sachsen gucken. Irgendwie da stockt alles, es geht nicht vorwärts. Auch da, man weiß nie so richtig, wo es hingeht. Hört man gar nicht so wirklich was, Ich weiß gell? nicht, ne? Ja, richtig? Vom geplanten Haushalt, der ja auch noch dieses Jahr kommen muss, hörst du auch noch nichts. Das ist irgendwie Ja. auch ganz komisch. Bundeshaushalt jetzt, ja, da quietscht es ja an allen Ecken, ja. Ja, und dann halt ne? Kevin allein zu Hause, nichts mehr zu tun. Auch das sind alles so Sachen, die da gerade irgendwie sehr, sehr merkwürdig rüberkommen aus meiner Sicht. Naja, es ist was im Busch, denke ich, und das hat schon was mit dem 5. November zu tun. Genau, es gibt ja diese Seite, finde ich ganz interessant, polymarket.com, die wetten. Also wirklich, wo Leute Geld setzen, auf ein bestimmtes Ergebnis bei Sportveranstaltungen natürlich und sonstigen, aber eben auch auf die Präsidentschaftswahlen. Und da war Kamala Harris die letzten 6, 8 Wochen vorne. Und jetzt im Mitte September, glaube ich, war es, wo dann plötzlich sie abgestürzt ist und Trump im gleichen Atemzug hochgeht. Der liegt jetzt bei ungefähr 55 zu 45 für Ja, ihn. das Letzte, was ich gehört habe, war so, wo als diese 50,1 da kam bei den Wettbüros. Da habe ich dann, schau mal, und ne? Aber das stimmt, da steigen die Quoten gerade. Das ist krass, ja. Für Trump. Und das halte ich jetzt, wenn das nicht manipuliert ist, wovon man, was man nie ausschließen kann, für irgendwo ein bisschen wahrhaftiger als eine Wahlumfrage am Telefon. Da kannst du sagen, was du willst, es kostet dich nichts und kriegst du auch nichts. Aber bei Wetten, da wirst du jetzt nicht auf den setzen, wo du denkst, der verliert. Ja, Das ist unbedingt. so, ja. Gerade in der heutigen Zeit. Ja, finde ich eine ganz interessante Erhebung. Was glaubst du? Also, wenn man das überhaupt sagen kann. Also ich werde, ich kann da, ich, also ich will und kann keine Prognose rausgeben, weil das momentan wirklich nicht einzuschätzen ist. Es sieht so aus, als ob es für Trump klappen wird, aber es sind so viele Prozesse am Laufen, die das Ganze irgendwie. Ich möchte es mal so sagen. Also sollte das der Plan sein, dann wird er empfindlich gestört. Und können wir jetzt an vielen Dingen andocken. Ja, also ich finde es auch ein bisschen zu einfach zu sagen, Trump und dann ist alles gut. Wunderbar, Auch da wollte ich gerade sagen, vielleicht wären wir auch sollte man bitter auch enttäuscht. genau schauen und wird mir ein bisschen zu wenig kritisch betrachtet. Ja, sehr gut. Und ich denke schon, dass das dann in die richtige Richtung geht, aber gerade Deutschland wird dann nach einer Trump-Wahl, denke ich, noch ein bisschen was zu spüren Ja, bekommen. so oder so. Also das ist jetzt egal, ob Harris oder Trump, ja, denke ich mal. Naja. Wobei es interessant ist, habe ich zumindest glaubte ich oder glaube ich zu beobachtet zu haben, dass der Mainstream in den USA jetzt auch durchaus deutlicher gegen Harris feuert, in Interviews und so weiter, unangenehmer wird, sie bloßstellt, wenn man so will, teilweise, weil sie einfach viele Sachen einfach gar nicht erklären kann und also wirklich da Baerbock auf Englisch oder irgendwie so, gar nichts sagt, ja, und viel schwafelt. Und sie wurde auch
bei einer Rede fiel ihr Teleprompter aus. Das hat man wirklich an ihrer Mimik gemerkt und vor allem, was sie danach gesagt hat, dann ging es immer nur noch um ja, 32. Ja, auch die vorgegebenen Fragen, da war auch was, was hochgekommen ja, ist, ja, dass sie da mitgehört hat. Richtig. Also, aber ich gehe nochmal drauf ein, da gebe ich dir vollkommen recht. Und bevor jetzt die Kommentare kommen, ich weiß, ich war auch mal ein richtiger Trump-Fan, ja, und habe gedacht, das ist es jetzt und der ist es und der spricht's aus, Deep State und so weiter und so fort, ja, und trocken, den Sumpf trocken legen und so weiter. Da hat sich jetzt das nicht ins Gegenteil verkehrt, aber ich bin durchaus hier jetzt nicht mehr so, wie soll ich sagen, geblendet, ja. Nee, das sind, glaube ich, alle nicht. Ich meine, du musst, ich habe zufälligerweise das Weidel Wagenknecht bei Welt www ja. mir an, also in Auszügen angeschaut und da fand ich dann doch die Aussage einfach, und das ist eigentlich das, was ich dem Trump zugute halten muss, anders geht's nicht, dass es eben der einzige Präsident ist, der in diesen 4 Jahren Amtszeit keinerlei kriegerischen Akt da vollzogen hat, in der Form, wie man es eigentlich aus Amerika kennt. Und allein das spricht eigentlich für ihn. Und alles andere ist auf dieser weltpolitischen Bühne momentan, glaube ich, unwichtig. Es werden am Tag hier Leute erschossen, es wird gekillt nach Gottes Gnaden, als ob es keinen Morgen mehr gäbe und das muss aufhören. Gebe ich dir vollkommen recht, es ist durchaus ein Argument, was so ziemlich alles schlägt, ja, was schwer zu toppen ist, ja, wir sind ja beide da, glaube ich, einer Meinung, dass jeder Krieg, egal warum und wieso, ein Verbrechen ist an den Völkern, die teilnehmen müssen und die Jungs, die da hingeschickt werden und so weiter und so fort und die Bevölkerung leidet, das kann keinen Grund geben für mich, einen Krieg zu beginnen, ja, das ist einfach irgendwie auch passt auch nicht mehr in die neue Zeit, die ich mir erwarte, ehrlich gesagt, ja, sagen wir mal so. Okay, noch vielleicht USA, Hurricane, Helene und jetzt, wie heißt der, Milton. Milton, genau. In North Carolina war es, glaube ich, ganz schlimm. Es gibt eben, das haben wir auch schon im Vorgespräch kurz angerissen, durchaus Hinweise, dass das irgendwie möglicherweise nicht reinen natürlichen Ursprungs hat, sondern was gehe ich auch fest von aus. Ja. Ja, das, also ich bin sowieso, was das Wetter angeht, ja, da kann man wirklich. Also da kommst du leicht ins Schwurbeln, das möchte ich mal so sagen. Es gibt ja seit Jahrzehnten mittlerweile die Thesen über die Harp-Anlagen und Wetterbeeinflussung noch und nöcher, dann das Wolkenimpfen, damit es in den Wüsten mal regnet und so weiter. Das hat man schon in den 80ern gehört. Und es gab doch diese wahnsinnige Flut in den 60ern in England, was irgendwie daneben, was irgendwie aus dem Ruder lief. Ja. Mhm. So ist das. Ja, jetzt haben wir ja auch die Sahara gerade, steht unter Wasser. Ne? Da gibt es große Teile, die gerade überschwemmt sind. Völlig unerklärlich. Aber auch Dubai damals. Dubai mit dem noch nicht lange her, Unwettern da. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Und also jetzt dazu sagen, das ist ein reiner Zufall, dass das so entstanden ist, da gehe ich nicht mit. Der hat eine völlig andere Bahn genommen wie alle anderen. Also soweit ich das... Himmelsrichtung, gell, meinst du? Gell? Ja, erstens, ja. Genau. Mhm. Vor allem, er ist an einem völlig anderen Ort entstanden. Da entstehen normalerweise keine Hurricanes. Sie entstehen auf dem Atlantik draußen und nicht im Golf. Ja. Und nehmen dann ihre Bahn also Richtung West normalerweise und drehen dann beim Land kurz vorher ab. Das hat man wunderbar gesehen am 11. September 2001. Da gab es einen Hurricane, der plötzlich rechts abgebogen ist, meine ich mal. Ich glaube, da war auch was komisch. Und der ganz speziell und Florida ganz speziell und all das kurz vor Wahlen in einem republikanischen Staat, hat er Geschmäckle, möchte ich mal sagen. Ja, aber was dann irgendwie nicht in das Thema passt oder in deine Richtung passt, ist, dass das Ding... offensichtlich hat es auch einen Einfluss auf die Wahlen bzw. die Wahlpräferenz, aber nicht so, wie sich Harris und die Demokraten sich das vorstellen, weil es durchaus auch in den USA Thema ist, dass die FEMA, die Heimatschutzorganisation, hier
So ähnlich wie im Ahrtal, nur in viel größeren Dimensionen. Hier Feuerwehren, kein Zugang, Hilfsmittel werden nicht durchgelassen. Elon Musk hatte Riesenprobleme, Starlinks zu liefern, Hubschrauber landen zu lassen. Keine Landegenehmigung, die lassen Hubschrauber teilweise über den Lagern, den offenen Lagern fliegen, damit die Güter irgendwie durch die Gegend fliegen, ja, und das nicht mehr verteilt werden kann. Also offensichtlich eine nicht nur... Wir machen nichts, sondern wir verhindern auch, dass andere was machen, irgendwie so. Ja, das wäre das ja, wird von genau. den Amerikanern also, schon übel genommen. Ja, ja. Ja, ja, natürlich. Ne? Nur, das, ich sage ja, wenn halt mal die 80% der Wahlbüros zerstört sind und alles auf Briefwahl umgestellt wird, dann, ja, ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Okay, dann gleicht sich das wieder aus, dann können die sauer sind, eh nicht wählen, also wurscht, so ungefähr. Ja, so kann man es ja aussprechen. Ja. Mal schauen. Also, du hast schon recht. Der zeitliche Aufeinanderfolge ist schon wirklich. Ja, es ist schon Hurricane-Saison. So hat man das ja mitgekriegt. Aber ich möchte einfach nur, es ist das Erste, was mir aufgefallen ist, dass der A da kurz vor Mexiko, glaube ich, oder vor Venezuela entstanden ist auf dem Meer und dann Richtung Osten zieht. Also, das gab es, glaube ich, nur 2-3 Mal. Ja, und oder aber. Rein zufällig, ne? Ja. Ich meine, wir lachen. Moment, bitte nicht falsch verstehen. Da unten, nicht da unten, sondern da sind Leute echt in echter Not. Ja, und da sind nicht wenige Leute auch gestorben. Um Gottes Willen, noch haben alles verloren. Ich habe da Videos gesehen, da man sagt so immer, die amerikanischen Häuser, okay, das sind Bretterbuden, das stimmt aber auch nicht durchweg. Ja, nee, das aber ist da flogen teilweise wirklich Sachen durch die Gegend, damit die nicht irgendwie rumgestanden haben. Ja, So ein Holzhaus ist schon auf Ewigkeit ausgerichtet. Ja, das muss man klar sagen. Bis das mal zerlegt, dann nicht so toll. Ja, wir sind ja wahrscheinlich, du auch, ich weiß noch nicht, wo ich genau bin, aber zur Wahlnacht sind wir ja irgendwie präsent. Ja, ich denke, dass ich diesmal präsent sein werde, ja, ich mache das sonst nicht, aber ich bin eingeladen beim Sunny, verbinde die Punkte und ja. Da werde ich wohl teilnehmen diesmal, ich denke, ja. Dann, ich weiß es noch nicht, aber erstmal grüßen wir den Sunny und einen schönen Wahlabend. Das war ja 2020, war es ja irgendwie hart. Dann hatte ich auch eine Sendung und dann wurden die Gesichter immer länger. Ja. Ja, jetzt bist du ja schon mal geduscht worden in dieser Ecke, ja. Jetzt ist das nochmal anders. Ne? Da dachte man, also ich gehe schon fest davon aus, dass diese. Ich würde es mal so sagen, es gibt momentan eine Kraft des Alten und eine Kraft des Neuen. Ja, also das ist schon seit Längerem, seit Langem vielleicht schon. Ja. Vielleicht kann man das auch so am besten beschreiben. Und die Kraft des Alten, die versucht an diesen alten Wegen mit Geldsystemen, mit dem, was eben war und ist, noch so lang wie möglich festzuhalten. Und das Neue möchte, denke ich, wir reden oft von neuer Zeit, neuer Welt und so weiter, die findet nach meiner Auffassung erstmal in unserem Kopf statt. Ja, also was eine neue Welt ist, das bestimmt erstmal ich, weil ich muss in meiner Welt klarkommen, genauso wie du auch und jeder andere auch. Da wird es dann darum gehen, neue Werte zu schaffen, neue Ansichten, neues Weltbild vielleicht sogar. Und das sind Kräfte, die möchten sich entfalten. Und ich denke, da sind wir auch nicht mehr weit weg davon, dass das geschehen wird. Danke, Michael. Und da will ich noch was dazu hinzufügen. Je mehr Leute zumindest auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner kommen, wie das aussehen soll, die neue Zeit, und daran denken, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie eher kommt, als wenn sie es nicht tun würden. Weil ich bin da wirklich, auch die Sendung jetzt hier, alles, was wir so machen, nicht nur öffentlich als hier ein paar Zuschauern oder ein paar mehr Zuschauern hoffentlich hier zu präsentieren, sondern auch das, was sie überhaupt tun. Also ich sage auch meinen Zuschauern, macht es, geht in die Gespräche und verbreitet es auch, wenn ihr euch unbeliebt macht, aber sie haben es gehört, die Menschen, ja, und es ist raus. Ja, denke ich auch. Ja? Ne? Ja? Es sind so viele Katzen aus dem Sack mittlerweile, ja. Die lassen sich mir alle einfangen und die Hemmschwelle vor der Kamera zu sitzen ist... Ich denke, seit Baerbock extrem niedrig. Da kommt man schlecht runter, ist man auf der sicheren Seite, ja, richtig. Da kommen wir jetzt gleich mal nach Europa, weil du hattest mir vor der Sendung noch einen Link geschickt, den habe ich mir durchgelesen. Es geht da um die
Staatsanleihen, ja, also um Deals, wenn man das so sagen darf. Es werden Staatsanleihen verkauft und der Käufer verpflichtet sich, die ein paar Stunden oder einen Tag später wieder zu kaufen, aber für einen höheren Preis. Ist also ein kleines Geschäft, sowas wie ein Kredit, ja. Der höhere Preis ist dann die Zinsen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das Problem ist damit, wenn ich das so verstanden, richtig verstanden habe, Artikel, die EU gibt sich dann, ganz neu, 7. Oktober, gibt sich hier sozusagen ein Haushaltsrecht, ja, eine Souveränität, die sie gar nicht haben, weil sie gar nicht in dem Sinn gewählt sind, ja. Bitte? Darf sie gar nicht haben. Darf sie gar nicht haben, ist ja, völkerrechtlich wird, und staatsrechtlich ausgeschlossen. Aber gut, darüber wollen wir uns doch gar nicht mehr aufregen, Michael, weil ich meine, das ist so alles perdu. Ja? Das ist ja, das hat ja schon lange nicht mehr stattgefunden. Ja, also die Meldung hat es schon in sich, weil du kannst das jetzt auf zwei Arten betrachten. Also es sind solche Sachen, Staatsanleihen kurz verkaufen, das hat man meistens vor irgendwelchen Kriegen gemacht. Ja, also das sind Zeichen, dass bestimmte Gelder noch akquiriert werden müssen, um bestimmte Dinge noch tun zu können. Kapital einzusammeln, ja. Ja. Genau. Und das Zweite, was damit mitkommt, und das ist die positive Seite, da könnte auch eine Chance drin liegen, dass ein autarkes Geldsystem unabhängig von einer EZB damit geschaffen wird. Weil das, was die Kommission macht, ist im Prinzip ein eigenes Geld herstellen durch diese Anleihe. Es ist ein Wertpapier. Ja gut, aber das wäre praktisch die Vorbereitung, die EU noch macht, bevor sie in Trümmern auseinanderfliegt oder so, kann man das so sagen. Entweder das oder die Vorbereitung auf ein autarkes Geldsystem unabhängig vom Dollar. Aber das sind dann nicht die das steuern, die jetzt sozusagen die EU wollen, oder? Habe ich das richtig verstanden, ja? Also da ist auch eine Kraft am Wirken, aus irgendeinem Grund, ja, was auch immer es ist. Ja, ja. Man kann es noch nicht einordnen, ob gut oder schlecht. Das ist erstmal nur eine Information, die draußen ist und die schlägt Wellen. Ja, also du hast es wahrscheinlich auch durch den Link jetzt mitgekriegt. Genau. Und es ist irgendwie auch sehr, sehr merkwürdig, dass das so unter der Hand irgendwie gerade läuft und das keiner so mitkriegt. Aber es ist offensichtlich wohl auch bestätigt und da ist auch jeder eingeladen, da mal ein bisschen reinzugehen und zu forschen, was da umgesetzt wird. Da kommt auch in dem Link eine Geschichte dazu, dass eine direkte EU-Steuer auf den Bürger zukommt. Das sehe ich noch nicht so, weil ich noch keine Staatsbürgerschaft einer EU habe. Ja, die gibt es noch nicht. Die muss erst mal kommen. Aber es war ja vor kurzem auch ein Thema, dass viele Registraturen aufgemacht worden sind, um die Werte der Einzelnen auf EU-Ebene reinzuholen. Und das hängt damit hundertprozentig zusammen. Liebe Zuschauer, keine Sorge, wir füttern euch nicht an mit einem Link und stellen ihn dann nicht in die Videobeschreibung. Der kommt natürlich in die Videobeschreibung, dann könnt ihr das selber euch dann vielleicht auch noch weiter das recherchieren. Michael hat vollkommen recht, das ist im Mainstream überhaupt nicht gemeldet worden. Also ich will jetzt nicht behaupten, weil ich es nicht gesehen habe, ist es nicht gemeldet worden, aber es ist schon auffällig, dass ich davon noch nichts gehört habe. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich nur alle Wochen mal reinschaue. Ja? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ist ein Wahnsinn. Also wie gesagt, das ist auch ein Schritt in eine Unabhängigkeit einer EZB. Ja, also das muss man auch ganz klar sagen. Der wird zwar wahrscheinlich jetzt noch in Euro irgendwo getauscht, dieser Bond, der da rauskommt oder das Wertpapier, aber letztendlich ist es eine Wertschöpfung außerhalb einer Bank. Okay, jetzt gehen wir mal nach Deutschland, aber das ist auch nicht ganz, kann man ja nie isoliert betrachten. Der wirtschaftliche Niedergang lässt sich auch im Mainstream nicht mehr leugnen. Ja, haben sie lange probiert. Wir haben schon wieder gute Prognosen, wir sind im Plus. Ja, jetzt musste der Habeck das wieder mal irgendwie revidieren. Und aber es ist halt wirklich so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bin jetzt keiner, der jetzt sein Leben lang Wirtschaftsnachrichten und Börsennachrichten gefressen hat ohne Ende, aber trotzdem natürlich beobachtet habe. Ich habe sowas noch nicht erlebt, dass täglich Meldungen kommen von ganzen Branchen, die wirklich einknicken. Ja? Also es geht los bei Möbeln, Schuhen, Autos, Chemie, also eigentlich in jeder Branche, Handwerk, Bau, brutal. Also es das Einzige, was boomt, ja, das finde ich eine interessante Meldung, Teddy, diese Billigladenkette,
macht in Europa 1000 neue Filialen. Sicherheitsfirmen. Auf. 1000, ja genau. Und diese Billig-Discount, also super Billig-Läden, 1-Euro-Läden früher irgendwie, machen 1000 Filialen in Europa auf, planen die. Das machen die nicht, wenn die erwarten, dass das Land jetzt voll in die Blüte kommt. Oder der Kontinent. Das billige chinesische Plastik muss einen Abnehmer haben. Und ja, also man kann viel reininterpretieren. Ich denke, dass jetzt außer von meiner Einschätzung, weil das gerade eben so fulminant ist, ja, weil es wirklich die großen Namen sind, die genannt werden. Wir haben jetzt Daimler Benz drin, wir haben BMW drin, VW drin, dann Bosch, dann BASF. Wir hatten so einen Ausverkauf. Wir hatten ja so einen Ausverkauf schon mal. Es gab ja noch so alte Namen wie Grundig, Telefunken, AEG, Miele, ja, die dann irgendwann chinesisch oder türkisch wurden. Das war schon mal da. Dual. Aber das ist jetzt schon, das ist jetzt schon sehr, sehr, ich möchte es mal so sagen, sehr, sehr, also global ist das falsche Wort, aber es erwischt offensichtlich alle. Und da kann mir keiner sagen, dass das nicht in irgendeiner Form ein geplanter Zustand ist, weil du sägst nicht auf dem Ast, auf dem du sitzt. Das machst du nicht. Und da ist jedem auch, jedem noch so blöden Idioten klar, wenn du den Markt nicht hast, um was abzusetzen, ja, dann wird die Firma kein Geld verdienen und ergo logischerweise auch in so einer Art von System kaputt gehen. Ja. Ergo ja. Ist das für mich sieht das aus wie ein warmer Abriss. Ja, bewusst, ja, weil es sein muss. Ja. Weil es gar nicht anders geht. Muss sein. Ich habe schon mit Mike im Salongespräch philosophiert, nicht zum ersten Mal, ja Moment mal, ist Merkel, Lauterbach und Co., sind die vielleicht auf unserer Seite? Ich finde das gar nicht so abwegig. Du musst, wie willst du es denn sonst verkaufen, wenn du da oben jetzt, was weiß ich, nenn mir einen Politiker aus den letzten 30 Jahren, der irgendwie im Positiven von sich reden gemacht hat. Wer fällt dir ein? Nicht wirklich einer. Also im Rückblick damals vielleicht, weil ich Schröder gewählt habe, jetzt als Beispiel, ja, wo ich noch dumm und jung und naiv war. Aber im Rückblick, es sind die alle gefallen bei mir. Ja, ja. Hast einen Helmut Schmidt, der fällt mir ein, der dann aber nur noch über seine Talkshows von sich reden gemacht hat im Nachgang. Ja, da war in der politischen aktiven Zeit dann, ich weiß nicht, der heiße Herbst, ja, mit RAF und ja, und, gut, das war der ganze Kram. Da ja, wird er, da waren wird das teilweise erinnert, sogar, aber der hat auch die Rente geplündert, der hat auch Schulden gemacht ohne Ende, ja, und so weiter und so fort, ja. Also so. Also wer fällt dir ein? Wer? Ist keiner da, ne? Und da muss man sich schon fragen, warum ist das so? Also du sollst ja diese, natürlich hast du dieses Thema der Führung da oben, so wie du es vielleicht von früher kennst, dass du die alle vergötterst und da, wie jetzt eben der im Daimler stand und frei durch die Menge fuhr, alle jubeln ihm zu. Ja, ja. Das ist vielleicht der andere extreme Part in diesem Bereich, ja. Aber ja. So ein gesunder Mittelweg, dass du aber sagst, Mensch, der tut mal was für die Leute oder der macht's richtig oder irgendwie sowas, so findest du keinen mehr. Ich glaube, das Problem ist, Michael, dass diesen Führungsleuten, ob sie jetzt an der Führung sind oder wie zum Beispiel jemand wie Merz, ich glaube, das ist dem, ich kann das kaum fassen für mich. Ich kann mich auch nicht reindenken, aber ich glaube wirklich, ich habe heute wieder mit jemandem gesprochen, der mir das nochmal so gesagt hat, so knallhart auch. Er sagte, Merz ist das alles scheißegal, es interessiert den null. Ja? Der will ins Kanzleramt und was er dafür tun muss und was da auf ihn zukommt, interessiert ihn nicht. Weil es interessiert ihn auch nicht, wenn er Kanzler ist. Ja? Es ist ihm wurscht. Es ist ihm wirklich, vielleicht ist es ihm gar nicht bewusst, ja, was es da für Probleme gibt. Und dann können sie ihm gar nicht egal sein, weil er gar nicht weiß. Vielleicht geht es so weit. Ja? Ich sage nur eins, ich sage 10.000 pro Monat. Und das dein Leben lang, meinetwegen, ja, mit tollen Tantiemen, Pensionsansprüchen, was auch immer. Und nebenher. Und da gilt der schöne alte Spruch: jeder ist sich selbst der Nächste. Ja, du, aber es erschließt sich doch nicht aus, dass du sagst, ich muss schon schauen, wo ich bleibe, aber deswegen muss ich ja nicht auf alles scheißen. Ja, also nicht falsch verstehen. Der Punkt, um den es mir dabei geht, ist einfach, dass man bestimmt nach bestimmten Kriterien diese Leute ja auswählen kann, indem man ihnen auch klar sagt, pass auf, du hast das Einkommen, du köderst, das macht die Wirtschaft doch nicht anders. Da sind Headhunter unterwegs, die suchen Leute für bestimmte Aufgaben, die kriegen ein Gehalt jenseits von Gut und Böse und dann sind die da ihre 6 Stunden am Tag beschäftigt mit irgendwas. Ich weiß nicht, was so ein Abgeordneter den ganzen Tag macht. Was macht der den ganzen Tag? Was machen die den ganzen Tag?
Naja, der Kühner zum Es Beispiel. sind, andere gehen 8 Stunden Ja. irgendwo rein, stemmen ihre Pausen ab, gehen dann nach Hause, machen ihren Abend. Was macht ein Abgeordneter den ganzen Tag? Da hast du irgendeinen, der, wo du sagen kannst, der ist jetzt 8 Stunden deiner Vollbeschäftigung und reißt sich den Arsch auf gut Deutsch Für für dieses dich. Land, den wirst du dort nicht finden. Nein, nein. Und Kühnert ist zwar nicht mehr in der Lage, irgendwie Generalsekretär zu sein, aber er ist krankgeschrieben und behält sein Bundestagsmandat, ja, hammerhart, ja. Den Weiß möchte ich mal Wurscht sehen, ist, der ja. das nicht, weißt du, das sagst du dir doch auch irgendwo, dass 10, was weiß ich, da ist in der Bildzeitung schon 10.000, das glaube ich gern, dass die 10 Zehner kriegen pro Monat. Das sind 120.000 im Jahr, du machst das 10 Jahre lang, dann hast du 1 Million durchgedrückt über dein Gehaltskonto, das musst du dir mal vorstellen. Es Irre. reicht, es reicht. Was interessiert dich denn dann? Also da gibt es mit Sicherheit Leute, die sind so eiskalt, die sagen, das interessiert mich doch nicht, was andere denken, ich muss doch für mich sorgen. Naja, es gab ja sogar schon, das muss ich wirklich, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich schon mal erzählt, ich hatte ja ein Gespräch mit dem AfD-Abgeordneten, will ich jetzt gar nicht den Namen nennen, und der meinte zu mir, weil ich gesagt habe, bei euch in der AfD, seit ihr im Bundestag seid, passiert im Vorfeld irgendwie gar nichts mehr. Ja? Irgendwie hat man das Gefühl, ihr seid jetzt im Parlament und denkt, jetzt sind wir die King of Currywurst irgendwie. Und dann hat er bestätigt, ein paar Kollegen, da hat er das sichere Gefühl gehabt, die wurden gewählt, die kamen in den Bundestag und schön und haben das Gefühl verbreitet, jetzt habe ich es geschafft. Ja. Genau, ohne zu begreifen, dass die Arbeit jetzt erst Ganz anfängt. genau, ganz genau. Ja, das ist genau der Punkt. Ja, und du wirst da in so einer Kultur, ja, wo du, ich sage mal, durch den Materialismus tagtäglich durchgeprügelt wirst mit den Informationen. Ja, das schicke Auto, die schicken Sachen, all das tolle Zeugs, was da draußen so blinkt und funkelt. Ja, wo man dann sagt, das ist alles schön wichtig irgendwie. Es tut mir leid. Das siehst du schon an der Jugend teilweise. Hier nichts gegen die Jugend, ne, aber ich glaube, dass die eben auch relativ leicht auf solche Sachen eben abfahren und dann eben schauen. Das kenne ich noch aus meiner Zeit. Wenn da die Adidas-Turnschuhe nicht hattest, wurde es Natürlich. einfach blöd angeguckt. Und dann, weißt du, so dieser ganze Wahnsinn. Das ist alles, vielleicht ist das auch ein Stück weit neue Zeit, dass man wirklich auf die Individualität des Einzelnen guckt und dann mal schaut, wo ist der Wert eigentlich? Ja, und die kannst du nicht an Turnschuhen festmachen. Gebe ich dir Aber da vollkommen fängt es recht. an. Wobei vielleicht ist es nur Wunschdenken, aber ich erkenne auch, ich glaube auch zu erkennen, dass da eine gewisse Ermüdung da ist bei der Ist so. Jugend. Diese TikTok und sonstige Überspülung und vollkommene Verwirrung, ja. Selbst meine 19- oder zwischen 20-jährige Tochter hat schon vor 2 Jahren, 3 Jahren gesagt, die war Gott sei Dank noch gerade so nicht in diesem, mit 10 Jahren in diesem TikTok-Universum. Das gab es damals noch nicht. Also habe ich richtig Glück gehabt, weil ich beneide keine Eltern, die den täglichen Kampf mit ihren Kindern ums Handy machen oder was die da gucken und so weiter. Aber auch meine Tochter hat schon erkannt, Mann, echt durch dieses scheiße Handy, meine Aufmerksamkeitsspanne, ich lese ein Buch und nach 5 Seiten ist mir schon zu viel und so weiter und ich lese so gern Ja, eigentlich, ja. es ist so, da ist das Und Blättern schon zu viel, weißt du? Und auch das Mitdenken aber strengt dann das viel mehr an, wird ja. Und langsam auch mitbekommen, ja. Und nicht ja. umsonst sind ja die Jugend bei der AfD ziemlich weit vorne, ja. Immerhin, also auch nicht, ich würde jetzt nicht sagen, die AfD ist die Rettung der Jugend, aber wenigstens erkennen Sie, mit den Altparteien geht gar nichts mehr. Das ist, aber ich glaube, das hat jetzt keine materiellen Gründe, sondern es hat damit zu tun, dass die eben den Wahnsinn direkt jeden Tag 6 Stunden in der Schule eben vor Ort mitkriegen. Ja, das ist einfach so. Michael, es ist noch schlimmer. Es ist eigentlich permanent im Bus, an der Haltestelle, auf der Straße, Ja. in der Disco, im Jugend-Freizeitclub, in der Schule ohnehin, in den Ferien, wenn man Zeit hat und tagsüber in der Stadt unterwegs ist, in der Fußgängerzone oder sonst irgendwo Ja, rumhängt, was im man so macht, Schwimmbad. ja. Im Schwimmbad, sehr gut. Oder auch die ganzen Jugend-Fußball- und Sportligen, ja, Ja, das ist wo man. ein ganzer Landkreis hat letztens die Ja. Fußballspiele eingestellt, weil es nicht mehr geht, ja, weil man nicht mehr um den Ball kämpft, sondern lieber das gegnerische Tor abreißt, ja, so Ja, in der Art, oder ja. Väter, die auf gegnerische Mannschaftsmitglieder losgehen, auf Kinder und Jugendliche, weil sie irgendwie ein Tor geschossen haben oder warum auch immer. Irre, ja. Das ist einfach alles nicht mehr gesund, ja. Und Genau. da krankt es an ganz vielen Stellen. Und ich habe ja, also ich bin jetzt keiner, der
wie soll ich sagen? Also ich halte mich schon noch für empathisch, auch fremden Menschen gegenüber. Ja? Also ich habe nichts gegen Ausländer, null, gar nichts. Nichts. Wenn ich einen Menschen sehe, der irgendwo in Schwierigkeiten steckt, dann helfe ich dem so gut, wie ich in meinen Möglichkeiten kann. Aber all das sind diese Dinge, die momentan einfach nicht mehr zum Tragen kommen. Es ist fast so, als ob man die Menschlichkeit des Einzelnen durch all diese Prozesse so dermaßen angreift, dass sie so unter den Deckel gehoben wird, dass jeder sich immer weiter zurückhält und immer ignoranter wird gegenüber einer Realität, die vor seinen Augen stattfindet, dass man sich einfach gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich ankommt mit dem, was man sagt, ja, oder eine Sicherheit hat in dem, was man tut. Da möchte ich das gleich zum Anlass nehmen, nochmal auf deine Geschichte aus dem Vorgespräch aufzugreifen. Die bitte ich dich gleich zu erzählen, ich möchte aber vorher sagen, dich vorher fragen, sind wir inzwischen in einer Phase, wo der Einäugige, sprich der ganz normalen Anstand hat und ganz normale Werte hat und nicht irgendwie der Überflieger ist, inzwischen der König ist, weil die Leute so stumpf geworden sind, desinteressiert, ja. Wenn du mal ganz kurz erzählst, was dir auf dem Bahnhof passiert ist oder was du da für ein Erlebnis hast. Also es ist ja mehr passiert. Ich hatte ja meine Herausforderung mit unserer geliebten Deutschen Bahn. Da können wir eine eigene Sendung machen. Ja. Da müssen wir eine eigene Sendung machen, ja. Weil ich, wie gesagt, ich hatte jetzt einen längeren Werkstattaufenthalt und da ich ein bisschen viel durch die Gegend fahre und auch meine Termine halt auch ein bisschen auswärts sind, habe ich dann doch mal auf Hilfsmittel 2 zurückgegriffen. Das ist für mich die Bahn. Ich sage nicht mehr Deutsche Bahn, ich sage Bahn. Ja. Und da können wir gerne mal drüber sprechen, weil das ist auch krass. Aber du hast recht, das ist was passiert. Und zwar war das auf der Rückfahrt. Wir haben eine Woche ein Seminar gehabt auf Sylt. Und ich bin dann mit dem Nachtzug zurückgefahren und hatte einen längeren Aufenthalt in Mainz zum Umsteigen. Und das war so irgendwann morgens lass mich raten, so zwischen 5:30 und 6:30 irgendwie. Ja, also es war gerade so am Dämmern, wurde so hell. Und ich glaube 7:01 oder 7:05 ist der Zug weitergefahren. Wir haben ungefähr eine Stunde, wir haben gerade die Cafés aufgemacht. Ich habe mir einen Kaffee besorgt, weil das scheiß Spot-Restaurant im Zug nicht besetzt war. Auch hart, im Nachtzug, ja. Gab's 8 Stunden ohne. In der App steht Bord-Restaurant, wir heißen Sie herzlich willkommen, ja, und tschüss. Ja. Und tschüss, ja. Dann guck, wo du deinen Kaffee herkriegst. Naja, egal. Auf jeden Fall, es war dann irgendwann soweit, naja, du weißt, dein Anschluss zukommt, dann bist du so langsam runter auf den Bahnsteig, ein bisschen frisch morgens, ne? Da hast du da dein ganzes Gepäck dabei und alles, stellst dich auf die Bank und zündest dir noch eine an, weil du denkst, naja, jetzt kommt gleich der Zug. Verbotenerweise auf dem Bahnsteig, genau. Mein Lieber. Ja. Da hatte ich auch noch ein kleines Erlebnis, ja, mit der Dame war ich dann echt nicht ganz so freundlich, aber das ist egal, ne? Weil die wollte ja, dass ich wie so ein dressierter Schimpanse das gelbe Quadrat stehe, da habe ich gesagt, ich will gleich die Polizei rufen, ich mach's nicht. Und damit Punkt. Es gibt da Stellplätze für Raucher, wusste ich gar nicht, ja. Ja, gelbe Quadrate sind auf dem Boden gemalt. Also noch aus der Corona-Zeit noch, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich stehe da so und denke so, weißt du, und gucke mich so um irgendwo. Und dann sehe ich einen Mann, der so einen hellen Mantel anhat, dann so eine Baskenmütze, weißt du, so eine ältere, hat mein Opa aufgehabt, so ein Ding. Ne? Also nicht, jedenfalls nicht abgerissen aussehend, ja? Nee, es sah nicht abgerissen aus, also eher noch gepflegt und ich muss ja schon sagen, dass es ein weißer Mann war, ich sag's, ein weißer alter Mann war das. Ja. Und der rannte da unter der Rolltreppe rum und guckte in den Mülleimer rein. Ja, und dann die nächsten und dann wirklich im Stechschritt ist er da durch und ich habe dann zu meiner Begleitung gesagt, ja, warte mal kurz bitte. Und dann bin ich dem hinterher und habe ihm dann so am Abend so ein bisschen angetipst und habe ihn gefragt, was er da denn macht. Was machst denn du da, habe ich ihn gefragt. Ich habe ihn geduzt gleich. Ne? Und er drehte sich rum, guckte mich total erschrocken an und hat erst gedacht, ich will ihm irgendwas. Ja, was weiß ich, war gleich so in der Abwehrhandlung, da wurde alles gleich mit dem Angriff gerechnet. Ich habe es richtig gemerkt, dass der auch gleich so leicht aggressiv schon war. Und, aus Erfahrung wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Gehst du auch mal davon aus. Und ich habe gesagt, hey, alles gut. Ich möchte nur wissen, was du hier machst. Was machst du hier am Sonntagmorgen? Mhm. Es ist Sonntag, habe ich gesagt. Was machst du hier? Und er sagt, naja, was soll ich denn machen? Ich guck nach Flaschen. Dann sage ich, wie nach Flaschen? Ja, er kriegt sein Geld erst am Montag irgendwie und er guckt jetzt, dass er noch ein paar Euro irgendwo zusammenkriegt. Und
Also wirklich beschämend, weißt du, so richtig beschämend. Wo du gar nicht mehr weißt, was du sagen sollst, ja, in Deutschland, ja. Ja, wo ich dann schon sage, jetzt Moment mal, sag ich, es ist Sonntagmorgen, ja, also und du rennst hier rum, was machst du, sag ich, du sammelst Flaschen, aber geht's dir noch gut, habe ich ihn gefragt. Sag ich, komm mal mit. Dann habe ich ihn mitgenommen zu meinem Gepäck, ja, weil das stand ja da unbeaufsichtigt rum, und dann habe ich ihn so beiseite genommen, hab meine Brieftasche gegriffen, habe ihm 20 in die Hand gedrückt und gesagt, das nimmst du jetzt, aber du versprichst mir was. Und da sagt er, der konnte es gar nicht fassen, ja, der war... Na, sag ich, du nimmst die 20 Euro, sage ich, und gehst nach Hause und machst einen Sonntag zum Sonntag. Das will ich von dir haben. Sag ich, einfach heim. Du hast hier morgens, der meinte dann nur irgendwie. Ist ihm offensichtlich also, noch nicht passiert, oder? Scheinbar. Ist ihm nicht passiert, nein. Und ich möchte das jetzt auch gar nicht irgendwie herausstellen und mich da als besonders toll da darum geht. Nein, nein, das Gefühl kommt gar nicht hoch. Nein. Es geht mir darum einfach, dass man sowas halt wahrnehmen muss. Weißt du, da stehen so viele Leute rum, der Bahnsteig war ja voll, da standen bestimmt 50, 60 Leute, die jetzt auf diesen ICE da gewartet haben, und das hat keinen interessiert, keinen, wirklich keinen. Da hat jeder sein Handy gestartet, ne, und ich glaube, ich, keine Ahnung, der hat sich dann unglaublich heftig bei mir bedankt, ja, und er ist dann auch gegangen. Also ich nehme an, dass er sein Wort gehalten hat, und ich habe ihm natürlich gewünscht, dass er es damit einfach ein bisschen leichter hat. Und ich scheiß doch auf diese 20 Euro, was soll denn das? Ne? Also wenn ich einen Fuffi in der Tasche habe, dann kann ich ihm 20 geben, was soll denn das? Ne? Michael, gebe ich dir vollkommen recht, und liebe Zuschauer, es geht jetzt auch nicht darum, dass wir jetzt hier durch die Straßen laufen und Leute suchen, denen wir Geld in die Hand geben. Nein, können. Es geht auch um die Gelegenheit, um die Situation, um das Wahrnehmen und auch vielleicht ein bisschen auch sich überlegen, Wahnsinn, dass es Leute und gar nicht wenige, ja, in Deutschland gibt, die... Wenn sie das nicht machen würden, solche Sachen wie Flaschen sammeln oder andere. Er sagte noch, er bekommt 810 Euro Rente. Da sage ich, okay, was willst du damit? Du zahlst allein schon für eine Einzimmerwohnung 400. Warum? Ja. Wenn du Glück hast. Ja. Und dann kommst, musst du einen Monat, überleg dir das mal, musst einen ganzen Monat mit diesen paar Kröten da rumkommen. Weißt du, ich hätte mal einen Huni in die Hand gedrückt, das interessiert mich nicht. Der Punkt ist, um den es mir geht, ist, dass es keiner mehr wahrnimmt. Ja. Also ich nochmal, ich war der Einzige, der da irgendwie agiert, reagiert hat. Und ich meine, das hast du toll gemacht, weil es ist natürlich für ihn auch beschämend, ja, überhaupt zu sagen, ich muss hier Flaschen, überhaupt das auszusprechen, ja, ich habe kein noch Geld, dazu, ja? Ich habe morgen Montag frühestens wieder Geld und ich will irgendwie was essen oder brauche halt irgendwie noch heute für den Sonntag was. Und das ist natürlich, also das muss ich ehrlich sagen, aber ich will hier wirklich, Michael, da muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich offen zugeben, da muss ich meinen Blick auch ein bisschen schärfen. Also ich will jetzt mich da nicht rausstellen und sagen, hätte ich auch gemacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will auch keinen Zuschauer da anlügen, ob ich jetzt da so interessiert gewesen wäre. Sollte jetzt auch keiner schlecht fühlen, weil das mal gesehen hat und nicht reagiert hat. Weil was willst du denn auch machen? Ja, das ist ja die Welt, die du gerade momentan... Aber ich nochmal, das sind unsere Alten. Ja, du hast vollkommen recht. Nein, ich will es da gar nicht ausreden oder sagen, ja gut, das ist jetzt hier schöne Romantik. Nein, es sind diese Sachen, die auch wieder Energie reingeben, ja, definitiv. Ja. Kann an sowas nicht vorbeigehen, das geht bei mir nicht, weißt du, das ist, da kriege ich Zustände. Weißt du, da, ich wusste auch gar nicht, bin ich jetzt wütend oder bin ich, was bin ich jetzt, ne, so irgendwo, aber allein das, ne, meine Begleitung war auch da, die hat gerade auch einen Fahrplan gecheckt, da sage ich, Moment mal, die hat erstmal gleich geguckt, wo ich hingehe, ja, und dann... hat sie mich dann nur mit dem Mann da reden sehen. Und dann habe ich ihn ja beiseite genommen, habe ihn ein bisschen aus diesem Geschehen rausgeholt. Das war mir dann auch wichtig, dass das nicht zur One-Man-Show da auf dem Bahnhof wird. Ja, verstehe. Ja. Aber wenn man jetzt, ich weiß, das ist natürlich, ist es auch irgendwo ein bisschen populistisch, wenn man den Begriff negativ verwenden möchte oder ein bisschen Wohlfeil oder diesen Vergleich. Ich gehe jetzt mal in das andere Extrem, was ich vorher schon angesprochen hatte im Vorgespräch. Eine der reichsten Gemeinden in Starnberg, da hat die CSU-Landesregierung beschlossen, dass auf ein Filetgrundstück, und da ist alles ultra teuer, liebe Leute, da wohnen Milliardäre, ja, es ist wirklich hochexklusiv, ja, und hochpreisig wie kaum woanders, vielleicht auf Sylt noch, weil du da gerade warst, ja, irgendwie so, ja.
Starnberger See, nicht weit weg von München, aber eben auf dem Land, aber wem es gefällt. Also natürlich ist es eine wunderschöne Landschaft auch, aber es ist halt einfach auch die Exklusivität dort. Ein Filetgrundstück, 6 Millionen hattest du genannt, wert. Da werden zwar auch 50 Wohnungen gebaut, Mietwohnungen, wer die auch immer bekommen mag, aber eben auch ein Flüchtlings-Asylantenheim, wie auch immer, auf einem Grundstück, was sich 90% der Bevölkerung niemals wird leisten können und dort wird leben können. Ja, ich will da auch gar nicht leben, darum geht es nicht, sondern es geht einfach um die Verhältnismäßigkeit. Es ist einfach so unverhältnismäßig. Ja, Daran merkst du ja, dass nichts mehr passt. Weißt du, auch das mit dem Mann auf dem Bahnsteig, das ist ein Symbol dafür, was hier nicht stimmt. Ja? Also wieso? Ja? Also warum ist der Mensch in der Situation? Warum? Wieso? Und warum kann eine Rentenkasse nicht da für ordnungsgemäße Zustände sorgen? ja. Also das was mir dann wieder reinkommt, wo du dann feststellst, da wird Geld bis zum Abwinken für irgendeine Scheiße in Peru rausgeschmissen, für irgendeinen Dreck in Indien, für irgendeinen Wahnsinn, weiß Gott wo. Und das ist das, was die meisten ja ich denke mal, da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht in die Wut kommt, ja, dass man dann an den eigenen Werten, an den eigenen Beständen, ich nenne das jetzt mal so, alles dran vorbeifließen lässt. Und dann, nee, du nicht, nee, der Radweg in Peru, der ist viel, viel wichtiger, als ob du da irgendwie Zum Beispiel auch, kleineres Beispiel, Berlin, ganz aktuell, liebe Zuschauer, Klassenfahrten. Bis dahin war es so, dass der Berliner Senat, also wir Steuerzahler, muss man mal präziserweise sagen, was ja auch richtig ist, die Kosten für die Lehrer übernommen hat, die Fahrtkosten und Unterbringungskosten. Kann man ja auch schlecht verlangen von denen, dass sie das privat zahlen. Das ist ja eine Schulveranstaltung, ist ja auch soweit in Ordnung. Und das wird jetzt nicht mehr möglich sein. Da ist kein Geld da dafür. Also, was ist die Konsequenz? Klassenfahrten werden gestrichen. Vielleicht wird noch irgendeine Klasse, die Eltern sagen, dann legen wir halt zusammen, ja, damit die stattfinden kann. Ja, das ist vielleicht dann auch das Ziel, dass die Leute das dass auch das noch. privat der Lehrer Ja, bezahlt wird. ja. Ja, und das ist genau das, um was es hier geht. Wir sind kurz vor, ich denke mal, vor der Zahlungsunfähigkeit für den öffentlichen Dienst. Ja. Das wird irgendwann stattfinden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Und ich es wird auch. genau diese Veränderung einläuten, die gebraucht wird. Weil es wird dem Dümmsten klar sein, dass wenn er seinen monatlichen Ausgleich nicht bekommt und dann vielleicht auch Flaschen sammeln muss, um den Polizeidienst aufrechtzuerhalten, dann wird es schon ein bisschen krass. Ja, und ich glaube, da steuert das Ganze hin. Das wird eine Entwicklung sein, die wird nicht von heute auf morgen kommen, das wird langsam gehen. Und ich glaube, dass da einfach die Weichen schon gestellt sind, sonst wäre die Welt nicht so, wie sie ist gerade. Da soll es hingehen. Es wird ein Abbau kommen Ja. in der Form. Und ich habe vorgestern mit dem Falco eine Aufnahme gemacht und da war ich eigentlich auch der Meinung, dass wir wieder auf das uns besinnen werden müssen, was uns Jahrzehnte, Jahrhunderte lang ausgezeichnet hat. Und das ist das, was wir im Hirn haben. Und diese Innovation, die wir unser Leben lang uns über Generationen hinweg auch mit positiven Effekten in die Welt gegeben haben, das darf gerne wieder aufleben, nur wahrscheinlich über eine andere Art. Da, genau so sehe ich das auch. Ich glaube an das deutsche Wesen. Ich glaube auch an den deutschen Geist und an die deutsche Volksseele. Ja, wie jedes Volk ihre Seele hat oder seine Seele. Und vielleicht nochmal für die Zuschauer, lieben Zuschauer, wie meinen wir das? Ja, langsam wird es abgebaut, sprich, also wie zum Beispiel jetzt hier diese Klassenfahrten und dann gibt es keine Freizeitangebote mehr, dann wird das kostenlos gestrichen oder die Volkshochschule kann nicht mehr, weil kein Geld mehr da ist und so weiter und so Urlaub. fort. Ja, aber ich meine jetzt auch gerade diese öffentlichen Angebote. Ja, von der öffentlichen Hand. Ja, man sieht es an der Infrastruktur jetzt schon super deutlich. Ja. Und Bahn hat man ja auch schon zum Thema heute. Es wird abgebaut. Man kann keine, also das Einzige, was floriert, ist die Flüchtlingsindustrie, ja, wenn das mal ganz polemisch zu sagen, ja. Ja, aber was floriert da, weißt du? Und da kommst du jetzt in den nächsten Schritt, da müsstest du dir schon wieder Gedanken über das Geldsystem machen und welcher Art oder Natur das Ganze aufgebaut ist. Und dass ein Staat sich durch jede Art von Geldkreislauf immer weiter verschuldet, dann beschleunigt das Ganze auch noch. Da kannst du sicher sein.
Und das betrifft jetzt nicht nur Deutschland, liebe Leute. Nein. Nicht Amerika, aber USA hat Schulden, mehr Schulden als Schindeln auf dem Dach, aber viel mehr, ja. Wirklich, die ersticken an den Zinszahlungen. Da gibt es Summen, die sind so dermaßen unvorstellbar, was die an Schulden haben und auch täglich neu auftürmen. Ja, teilweise 2 Milliarden war mal ein Tag jetzt, glaube ich. Ja, 100 Milliarden an einem oder Tag. 100 sogar an einem Tag. Ja, 2 Milliarden ist für Amerika, USA auch ein Witz. 100 Milliarden, natürlich, richtig. 100 100 an Milliarden einem an Tag. einem Das kann man Tag. sich, Ja. das ist eine Zahl, da, wie sagt man, da muss eine Oma lang für stricken. Ja. Und natürlich auch EU. Ja, klar. Also Europa kennt nicht die EU, sondern damit auch die EU. Aber ich meine die EU-Mitgliedstaaten oder die europäischen EU-Staaten. Ja, Italien, Frankreich. Da kommt nämlich auch, ganz kurz, Michael, liebe Zuschauer, da kommen nämlich auch keine Meldungen in den Mainstream. Und das hat auch seinen Grund, ja, weil die wirklich richtig schlecht sind. Ja, von den anderen Ländern Ja, braucht man gar nicht reden, ja, weil die eh außer nicht nicht die auch. großen Player sind, ja. Ja, also es ist ja nicht nur unsere Autoindustrie, das ist die in Frankreich und die in Italien ja auch. Richtig, Ja, also genau. das sind alles so Dinge, die sehen wir dann nicht, weil wir denken, naja, das betrifft nur uns. Das ist eine europaweite Geschichte, die da abläuft. Und das hat schon eine gewisse Richtung, ja. Und wie willst du aus dem Chaos eine Ordnung entstehen lassen? Also brauchst du ja, um eine Ordnung entstehen zu lassen, setzt ja das Chaos voraus. Sonst wird Richtig. es nicht Du kannst nicht, funktionieren. richtig. Und man kann jetzt vielleicht sagen, ja, das ist ja jetzt schon ziemlich chaotisch, aber das reicht noch lange nicht, liebe Leute. Ja, noch lange nicht. Aber trotzdem, zum Schluss vielleicht, Michael, nochmal, ich weiß, das ist auch irgendwo ein ermüdendes Thema, aber dieses, wie viele Leute schlafen noch? Ja. Ich bin mir sicher, dass es immer mehr werden, die irgendwie hier langsam zumindest ein schlechtes Gefühl bekommen. Und wie du gesagt hast vorhin, werden depressiv und wollen dann am liebsten gar nichts mehr hören. Das kann auch passieren. Aber trotzdem glaube ich, dass Naja, immer mehr Leute aus der Tube sind. Aber trotzdem geht es mir viel zu langsam für das, was hier wirklich abläuft. Es gibt einen schönen Spruch auf Englisch. Ich übersetze mal ins Deutsche. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Hier passen nur etliche Dinge nicht mehr zusammen und das ist ziemlich offensichtlich. Ja. Ist es auch, ja, ist es ja, wirklich, Herr ja. Thomas, es ist für mich ganz einfach, auf einen Satz runterzubrechen. Es ist nicht die Zeit für Ratschläge, es ist die Zeit für Erkenntnisse. Und das ist genau der Punkt, um den es geht. Ratschläge, die haben wir gehabt bis ja, bei Corona und so weiter, was weiß ich. Ja, da war ja immer einer da, der sagen konnte, ob das jetzt vom Mainstream war oder von den Parallelwelten, die wir ja da entdecken durften. Aber auch das nudelt sich ja durch. Ja, und ich kann es nur sagen, es ist die Zeit der Erkenntnisse. Jetzt kommt es darauf an, was ziehst du für Schlüsse aus dem Ganzen? Jeder für sich. Ja, und du wirst nicht alle erreichen. Ja, es wird nicht funktionieren. Ja, du wirst auch heute noch wahrscheinlich gleich, wenn du rausgehst, um in der nächsten Ecke einen finden, der jetzt zum 8. Mal geboostert ist und der das für das Nonplusultra hält Der aus der und sagt, es Apotheke war alles kommt, nicht so schlimm. nach Ja? des Impfens und so weiter, oder einer, der 12, 13% sind, ist der immer noch die Grünen wählt. Ja, wobei das So eigentlich ist egal es. ist, ob er die Grünen, SPD oder CDU wählt. Das ist, Ja, aber die Grünen sind deswegen halt war das. so plakativ, ja. Und deswegen war das mit der Wagenknecht und auch mit der Weidel, weißt du, wenn du das angeguckt hast, ja, es war schon mal so ein bisschen Vorgeschmack. Das war aber eine ganz andere Gesprächskultur dort. Ja, also da ist man sich nicht gegenseitig ins Wort gefallen, man durfte ausreden. Der Einzige, der immer gestört hat, war der Moderator. Der hätte auch die Klappe halten können. Die hätten sich wunderbar ausgetauscht, die beiden. Was wirklich sehr bemerkenswert war, dass beide das Gleiche gesagt haben. Ja, habe ich auch gehört. Ich habe das Gespräch Beide nur das auch nur in Gleiche. Auszügen und Zusammenfassungen erlebt. Und übrigens, da kann ich noch was sagen. Es hat nämlich auch einer auf Twitter geschrieben, diese Sendungen, diese Polit-Talks zwischen zwei Politikern oder Politikerinnen, wie auch immer, sollten ohne Moderator stattfinden. Ganz Ja. ohne, ja. Ohne Themenauswahl auch, so wie wir. Wir fangen an und finden dann schon, wo wir hinwollen oder Genau, über was wir reden, ja. genau. Und dann habe ich auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, den Menschen zu erkennen, der hinter dem Gesagten Dann wird es auch steckt. authentischer, genau, ja, weil sie nicht vorbereiten kann, ja, sozusagen mit vorgefertigten Wenn ich Sätzen, weiß, ja. was kommst, ne? Ja. Ich hatte tatsächlich, und da war mal so ein Ansatz bei der FDP.
Ausgerechnet. Ausgerechnet, ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Die haben ja diesen furchtbaren Absturz gehabt, nachdem sie ja mit 17% mitgewählt worden sind in dem dann Bundestag. Dann 4 Jahre Merkel und das hat ihnen den Kopf gekostet, ja. So ist es, genau. Dann gab es die FDP in Neu. Da war plötzlich dieses Gelb mit diesem Pink da drin. Ne? Und ich weiß nicht, das war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich einen Politiker in Deutschland gesehen habe, dass ein Christian Lindner auf einer Bühne steht und frei spricht. Der hat damals, als einer der ersten, ohne Konzept, ohne Blatt Papier irgendwo, seinen Parteitag dort gefahren. Und da habe ich gedacht, das könnte jetzt was einleiten, was irgendwie so eine neue Kultur wird irgendwie. Ja. Das ist alles wieder weg. Da war so ein ganz kleiner Moment, wo ich gedacht habe, das könnte, weil das wäre der richtige Moment. Das war eigentlich so früh wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Irgendjemand dem lieben Christian gesagt haben, mein Lieber, wenn du das hier weiter mit deinem Dienstwagen und die Aussicht auf Ministerposten haben willst, dann lass das mal weg, bitte. Ja, irgendwie so. Sonst wird es nichts mit der Hochzeit auf Sylt. Ja. Oh, da gibt es noch was dazu zu sagen. Das möchte ich noch kurz mit in den Raum geben. Ja, bitte. Ich war in dieser Kirche. Ach, wo die Trauung stattfand, ja. Aha. Ja. Die ist in Kaitum, ist die Kirche. Und es ist sehr interessant, dass das eine Kirche ist, die auf einem alten Odin-Kraftplatz steht. Aha. Die steht da nicht zufällig. Und es gibt sehr, 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 sehr merkwürdige, ich möchte es mal so sagen, Schwingungen in der Kirche, die habe ich wahrgenommen. Und da außen steht auch noch eine sehr, sehr, ich möchte es mal so sagen, etwas erschreckende Figur, die mit der Kirche den Tod in Verbindung bringt. Also es ist wirklich eine spannende Exkursion. Warum diese Kirche, ja, warum Sylt überhaupt und so weiter und so fort, ja, wobei würdest du dem zustimmen, wenn ich behaupte, keine Kirche steht da zufällig, wo sie steht? Da verweise ich mal auf meinen langen Interviewkollegen Herwig Breetz aus Rostock, der da eine ganz eigene Art der Forschung betreibt. Und der hat festgestellt, dass die Kirchen, also die meisten Kirchen in alten Städten, exakt nach den Sternbildern gesetzt worden sind. Das heißt also, bestimmte Stammkonstellationen wurden durch das Setzen der Kirche in den Stadtplan integriert. Also wenn man die verbindet, hat man wieder ein Sternbild, ja, verstehe. Das ist das Sternbild, ja. Ja, verstehe. Aha. Mühlhausen zum Beispiel ist ein kleiner Ort, da wo wir die Volition ja jetzt auch bald wieder haben werden. Und da stehen unglaublich viele Kirchen drin, dem kleinen Ort. Dass man sich fragt, warum sind da so viele Kirchen? Und das löst sich dann dadurch auf, dass das Sternbild Orion ist, das dort abgebildet ist. Das ist aber exakt im Stadtplan drin, wirklich ganz genau. Hochinteressant, ja, weil das widerspricht aber nicht der Theorie mit den Kraftpunkten, weil das könnte ja damit genau damit oder da den direkten Zusammenhang geben. Ja, genau. Ja, liebe Zuschauer, ja, lieber Michael, wir sind nämlich schon wieder bei knappen Stunde, ja. Es ist halt der Wahnsinn, ja, weil wir können, ich finde es auch bedauerlich, aber es geht eben nicht anders. Wir könnten auch 3 Stunden sprechen und würden dann immer noch nicht alles abgehandelt haben, aber es ist eben auch nur möglich, es ein bisschen anzureißen, euer Interesse zu wecken, euch ein bisschen was mitzugeben. Auch uns bitte, das sagt der Michael und ich, sagen wir das beide, immer bitte wieder nicht für bare Münze nehmen, was wir so rausblubbern, sondern bitte auch noch andere Meinungen. Nichts glauben. Ja, genau. Wobei, wir sind ja vertrauenswürdige Menschen. Ja. Nein, Irrtum ist nicht ausgeschlossen, aber wie gesagt, wir versuchen halt die Welt zu sehen, wie wir glauben, sie wahrzunehmen, ja, oder das so zu berichten, da könnt ihr mitgehen oder nicht, das wisst ihr ja, das kennt ihr ja bei Michael und bei mir jeweils. Michael, wir müssen es, glaube ich, heute wieder bewenden lassen, auch wenn es ein bisschen unbefriedigend ist, weil wir einfach wirklich noch viel mehr reden könnten, aber dann würden irgendwann die Leute wahrscheinlich auch abschalten, verstehe ich auch. Ja, häppchenweise ist auch besser, ja, oder? Ja, wir machen jetzt aber auch wirklich, hatten jetzt eine größere Pause, das sollte aber so nicht bleiben, wir machen die jetzt, die Tischgespräche wieder in einer schnelleren Frequenz, sage ich mal, in einer höheren Frequenz, so ist richtig.
Michael, vielen Dank. Wieder ein tolles Gespräch. Und ich bedanke mich auch bei den Zuschauern, auch natürlich bei Michaels Zuschauern auf Michaels Kanal für die Kommentare und für die Aufrufe und für das Interesse und für das Lob auch, was es durchaus gab. Vielen Dank an der Stelle. Gebe ich an der Stelle auch noch raus, ja. Genau. Danke. Und bitte, Michael, ja, bitte. Wir zwei beide haben ja noch am ersten Adventwochenende einen Termin in Mühlhausen. Tischgespräch live auf der Volition. Das ist ja die Ur, das ist ja die Urmutter dieses Formats. Ja, ja. wie sagt man, die Gebärmutter. Ja, alles klar. Mein lieber Michael, mach's gut, mein lieber Zuschauer, macht es gut. Ich muss noch einen Tisch organisieren. Ich hoffe, die haben den da gelassen. Ja, den Tisch braucht man. Dann nehmen wir einen aus dem Restaurant. Deine Abschiedsworte bitte für heute. Ja, nicht verzagen, nach vorne gucken, das wird alles gut, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Danke, liebe Leute. Servus miteinander. Bis dann. Ciao, ciao.